Hallo Leute und herzlich willkommen zu Stranded Deep. Es ist gerade Morgen, wunderschöner Morgen. Wir brauchen gerade gar kein Lagerfeuer zu machen tatsächlich. Ja, wie es vielleicht vorhin schon gesehen habe, ich weiß gar nicht, hat man es gesehen. Wir müssen auf jeden Fall wieder trinken, das heißt wir nehmen hier mal wieder eine Kokosnuss. Vielleicht auch zwei, genau. Okay, und heute habe ich ein Ziel für den heutigen Tag. Wir werden erstmal alles zusammensuchen für den Anker und danach werden wir einen, warte mal, wo ist die zweite? Trinkbare. Okay. Erstmal werden wir jetzt alles zusammensuchen für den Anker und uns danach nochmal ein neues Floß bauen, denn der Anker ist das Wichtigste, damit es überhaupt nicht davon schwimmt. Für das gucke ich jetzt kurz, was ich alles brauche. Okay, für den Floßanker brauchen wir wirklich nur noch 6 Steine und noch 18 Holz. Ja. Und noch 18 Hölzer halt. Ja, das... Ja, ich suche jetzt auf jeden Fall mal einen Stein, ob ich vielleicht gerade per Zufall ein bisschen was finde. Ansonsten, ich weiß gar nicht, können wir hier Stein überhaupt abbauen oder so? Was ist das hier eigentlich? Ah, nein. Gar nichts. Hat nur krass ausgesehen. Ja, wie gesagt, ich suche jetzt mal noch ein bisschen Steine und... Ah, da hat sie ja auch schon den ersten. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob man Stein irgendwie abbauen kann hier. Ob das geht oder ob das nicht geht. Ich frage mich halt auch, ja, wie wir denn sonst zu mehr Stein kommen. Ob wir jetzt wirklich einfach elend warten müssen. Und ich will unbedingt da hinten hin. Da ist, glaube ich, auch irgendein Haus oder so. Oder was. Irgendwas Cooles auf jeden Fall. okay, genau. Also auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal, ja, suchen. Ach man, ich dachte, du bist ein Stein, aber du bist... Komisches irgendetwas. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was das ist. Also könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, aber ich, ja, weiß es halt nicht. Okay, ich bin jetzt einmal hier rund um den Strand gelaufen und habe nur einen Stein gefunden. Hier habe ich ja, glaube ich, auch keinen anderen, oder? Nee, okay, ja, dann... Hier ist aber auch Stein, guck. Das heißt doch, da ist sogar noch ein Stock drin, alles klar. Kann ich das vielleicht mit der Axt... irgendwie abbauen? Gibt es da vielleicht eine Spitzhacke oder so? Warte mal. Es gäbe hier eine Hacke. Aber rentiert es, das zu machen? Wir müssen dann unseren einen Stein wieder opfern. Aber komm, doch, wir machen das, weil vielleicht bekommen wir, da es so ein großer Stein ist, bekommen wir vielleicht dafür dann ganz viel. Ich hoffe auch, diese Hacke funktioniert für das. Ich kann die gar nicht benutzen, hä? Was ist die Hacke? Hä? Kann ich mit der nicht schlagen? Oh mein Gott, das war jetzt wieder für nix. Mann, wieso bin ich auch so stupid? Hier, eine Spitzhacke. Ja, okay, die können wir uns eh noch nicht machen. Ach, toll. Ich weiß halt wirklich nicht, ob wir einfach mal... Da ist auch nochmal Stein. Hier, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob wir einfach mal rüberschwimmen wollen. Einfach mal die Kiste mitnehmen und dann einfach mal rüber, weil, Junge, wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen das machen. Ich glaube, ich lege jetzt erstmal alles hier ab, was ich habe. Tag überlebt 4. Heute ist ja Folge 5. Wir nehmen halt einfach unsere Werkzeuge hier mit. Wobei, die Dings hier, die kann ich ja, glaube ich, nur in Feldern benutzen. Ein Hammer könnte wichtig werden. Und dann nehmen wir noch diese leere Kiste mit und dann verpieseln wir uns mal. Ja, okay, wir haben zwar noch ziemlich Hunger. Warte, wir essen noch kurz eine Kokosnuss oder zwei. Und dann gehen wir. Scheiße, ich habe wieder zu viel gegessen, Alter. Nein, es ist alles wieder draußen. Och, scheiße, ey. Okay, ja, dann gehen wir jetzt mal zu dieser Insel. Da hinten war die. Ja, genau. Und schwimmen mal rüber und hoffen einfach... dass kein Hai gerade Heißhunger hat. Ich meine, es ist auch gerade mal 10 Uhr, von daher, das sollte eigentlich noch keiner Hunger haben. Ich schwimme da mal rüber. Wenn ich es geschafft habe, sehen wir uns drüben, sonst werdet ihr sicher sehen, wie ich kläglich sterbe. Alter, ist das creepy. Guckt euch das mal an. Hier ist einfach das Nix. Oh shit, wir sind tief unten. Holy cringe. Ey, das könnte ich ja nicht. Also ich würde vielleicht drüber schwimmen, weil es ja gar nicht so weit weg ist, aber... Aber Junge, das ist so tief. Ich hätte so Angst, dass irgendwas aus der Tiefe kommt, auch wenn es das ja nicht gibt. Aber ich hätte so Angst, dass mich da irgendwas runterzieht oder so. Ey, das könnte ich ja gar nicht, ey. Oh, moin, guten Tag. Wie geht's dir? Hä, hab ich nicht angegriffen? Ja, Ehrenmann. Ich würde mal schätzen, wir könnten noch so 2 Haibisse überleben. Aber vielmehr dann auch nicht. Ich schwimme auch mal noch so ein bisschen schneller, weil ich habe jetzt wieder ein bisschen Ausdauer. Hä, da vorne ist sogar irgendein Außenposten oder so, was? Hä, crazy. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Holy shit. Oh, Junge, mein Herz. Alter, das könnt ihr mir doch nicht antun.
Boah, Alter, Schildkröten, nice. Es hat uns tatsächlich kein einziger Hai gebissen. Wir sehen jetzt auch fast an Land. Alter, wie dieses Fitness 4 aufploppte. Junge, hier sind ja voll viele Schiffe. Was ist denn hier los, Alter? Shipwreck Bay. Hä? Also jetzt mal honestly, was ist hier los? Lol, ah, das war ein Stein, gar kein Haus. Lol, was ist das denn? Warte mal, was? Okay, warte mal, Steine nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir sammeln erstmal hier so ein bisschen alles. Wir könnten theoretisch auch einfach... was ist das? Ist das eine Krabbe? Alter. What? Oh! Nee, lass mich in Ruhe. Scheiße, hier rennen. Oh mein Gott, Alter, ist das creepy. Ich wollte gerade so sagen, eigentlich könnten wir doch irgendwie hier hinziehen. Weil die Insel ist ein bisschen größer, da ist ein bisschen mehr Sachen halt auch. Aber jetzt, wo ich diese Krabbe gesehen habe... Alter, die kommt ja auch. Oh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe keinen Speer. Die greift mich doch safe an. Ah, ne. Greift die mich an? Oh. Ne, die chillt nur. Ich habe trotzdem Angst vor der, Alter. So riesig, wie die ist. Naja, okay, was soll's. Okay, wir sind ja hier eigentlich... Was bist du denn? Wow! Oh mein Gott. Nein, lass mich in Ruhe, bitte. Ich will nicht sterben. Nein, nein, nein. Ins Wasser, da kriegst du mich nicht, oder? Als ob... Ah, ich wollte gerade sagen, als ob das nicht ins Wasser kommt. Holy shit, ich wäre fast an einem Wildschwein gestorben. Alter. Also eigentlich wäre es hier nice, aber hier ist es gefährlich, Junge. Hier ist es extrem gefährlich. Ich glaube nicht, dass wir hier hinziehen. Ich glaube, wir sammeln hier einfach wirklich mal alle Ressourcen, die wir finden, und dann hauen wir hier wieder ab, Alter. Gefällt mir hier gar nicht. Diesen Wildschwein und Riesenkrabben, Alter. Was sind das denn für Bäume eigentlich? Okay, aber wisst ihr was? Wir nehmen uns kurz mal eine Kokosnuss. Okay, wir lernen daraus, Wildschweine sind... haben Angst. Du Wichser! Verpiss dich doch! Als ob, was überlebt ist denn? Ich bin tot. Das sieht so geil aus. Alter, wir sind einfach an einem Wildschwein gestorben. Ah, nee, durch Dehydrierung. Du hast 3 Tage überlebt. Nice, Alter. Dehydrierung, ist das ertrunken? Ertrunken, ja, wahrscheinlich, Junge. Ich glaube, das ist verdurstet, oder? Ich weiß es nicht. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich muss mal überlegen, wie es weitergeht, weil eigentlich ist es ein geiles Spiel, aber ich habe halt gar keine Ahnung von dem Spiel. Vielleicht warten wir auf eine Staffel 2, vielleicht mit einem Kumpel oder so. Vielleicht kommt es besser raus. Deswegen würde ich jetzt sagen, Leute, was ist mit dieser Folge? Es wird mit einem anderen Spiel erstmal weitergehen, weil ich habe halt wirklich keinen Plan, was ich da machen muss. Naja, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!